Startest du ins neue Schuljahr und möchtest wissen, wie erfolgreich du sein wirst? Dann beantworte doch die 10 Fragen unseres Tests. Du kannst jede Frage mit 1 bis 5 Punkten bewerten. 1 bedeutet überhaupt nicht, gar nicht. Und 5 bedeutet ganz bestimmt. Notiere dir deine Punkte und zähle sie am Ende zusammen. Am Schluss gibt es dann die Lösung. Beginnen wir doch mal mit der Frage Nummer 1. Hast du Lust auf das neue Schuljahr? Wie sieht es aus? Überhaupt nicht? Dann kriegst du eine 1 oder ganz viel Lust, dann gib dir 5 Punkte. Notiere diese Punkte. Frage Nummer 2. Achtest du darauf, pünktlich und ausgeschlafen in die Schule zu kommen, also rechtzeitig ins Bett zu gehen und morgens den Wecker zu stellen? 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 oder 5 Punkte. Machst du das? Gar nicht oder ganz bestimmt? Notiere deine Punktzahl. Frage Nummer 3. Wirst du deine Hausaufgaben regelmäßig machen? Nimmst du dir das vor? Gar nicht, 1 Punkt, ganz bestimmt 5 Punkte und wieder notierst du dir deine Punktzahl. Frage Nummer 4. Planst du, dich im Unterricht oft zu melden, also deine mündliche Mitarbeit zu verbessern? 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte. Aufschreiben und merken. Frage Nummer 5. Bereitest du dich auf Klassenarbeiten vor, vielleicht mit einem 7-Tage-Plan oder einer anderen Methode? Wie viele Punkte gibst du dir dafür? Schreib es wieder auf. Frage Nummer 6. Fragst du im Unterricht nach, wenn du etwas nicht verstanden hast? Das wäre gut. Wenn du es nicht machst, kriegst du nur 1 Punkt. Wenn du es immer machst, 5 Punkte. Wie viele Punkte gibst du dir? Schreibe sie auf. Frage Nummer 7. Informierst du dich über den Schulstoff zum Beispiel mit Videos, also machst du etwas mehr als nur die Hausaufgaben? 1 bis 5 Punkte. Schreib sie auf und zähl sie zu den anderen dazu. Frage Nummer 8. Kennst du gute Lernmethoden und wendest sie auch an, zum Beispiel die Mindmap oder die Plakatmethode oder die Karteikastenmethode? 1 oder 2 reichen schon. Gib dir Punkte und schreibe sie auf. Frage Nummer 9. Kannst du eine schlechte Note verkraften und dich trotzdem weiter bemühen, damit die nächste Note wieder besser wird? Das nennt man Frustrationstoleranz und das ist ganz wichtig. Wenn du das kannst, kannst du dir 5 Punkte geben, ansonsten ein paar weniger. Notiere diese Punktzahl und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 10. Unterstützen dich deine Eltern beim Lernen oder Freunde oder Großeltern oder Bekannte? Unterstützung brauchen wir alle. Wie viele Punkte kannst du dir da geben? So, jetzt hast du alle Punkte, jetzt musst du sie zusammenzählen. Es ist eine Punktzahl möglich von 10 bis 50. Hier ist die Auflösung. Wie viele Punkte hast du? 10 bis 19 Punkte? Das wird ein sehr schwieriges Schuljahr für dich. Viele Zeichen sprechen dafür, dass du weder Lust noch genug Unterstützung hast. Was kannst du tun? Such dir Hilfe. 20 bis 40 Punkte. Du hast gute Chancen, in diesem Jahr erfolgreich zu sein, aber du musst dich anstrengen und durchhalten. Das wird sicher manchmal nicht einfach sein. Halte durch. Und 41 bis 50 Punkte, wow, du wirst sehr wahrscheinlich ein tolles Schuljahr mit guten Noten haben. Setze dich nicht zu sehr unter Druck und denke daran, Pausen zu machen. Bleibe entspannt. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like. Schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Erfolg im neuen Schuljahr!